koche jetzt dann ein Vitello Forello. Das haben wir so genannt, weil im Klassiker ist ja Thunfisch drin und ja, eigentlich soll man den ja nicht mehr essen. Und wir haben mal eine Variante probiert mit geräuchertem Fisch hier aus der Gegend. Ich verwende jetzt heute mal Saibling und es schmeckt eigentlich genauso gut und ist politisch total korrekt. Im zweiten Topf brauche ich, um die Kapern zu frittieren. Da muss schon ein ordentlicher Schuss Öl drin sein und es sollte auch einigermaßen eine Höhe haben, weil das doch ganz gerne auch spritzt. Das kocht jetzt. Ich brauche noch ein bisschen Salz. Wenn das Fleisch jetzt da reinkommt, dann muss man mit der Temperatur runtergehen. Also auch bei einer Suppe sollte es nie wie so ein Waschkessel vor sich hin kochen, sondern eher sensibel, das Ganze. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil die sind natürlich tropfnass hier, diese Kapern, und das Öl sehr heiß. So, die platzen dann so ein bisschen auf und dann kann man sie eigentlich auch gleich rausnehmen. Man kann für ein Vitello Forello natürlich auch die Kapern direkt aus dem Glas verwenden, wenn einem das jetzt zu mühsam ist mit dem Frittieren. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil das dann so ein bisschen knusprig ist und es schmeckt doch noch mal ein bisschen anders. Ja, genau. Das dauert jetzt ungefähr 40 Minuten, dann ist es durch. Das ist jetzt hier das Fischfilet für die Faulen. Das ist nämlich schon von jemandem entgrätet worden, was es extrem verkürzt. So, das brauchen wir jetzt noch ein bisschen Brühe. Das ist jetzt die Brühe, die entsteht, wenn man den Tafelspitz kocht. Creme fraiche und ein bisschen Mayonnaise. Vitello Forello ist jetzt kein Gericht, bei dem man schlank wird, was an der Mayonnaise liegt. So, tun noch ein paar Kapern rein, nicht viele, weil wir haben ja später noch die frittierten. Ein bisschen Zitrone. Die Menge an Staudensellerie ist jetzt echt total Geschmackssache. Das ist ja nicht jedermanns Ding und wenn man das nicht so gerne hat, kann man da ruhig auch weniger oder auch gar nichts nehmen. Frischer Spinat aus dem Garten. Der kalte Tafelspitz wird aufgeschnitten, dünn,
kommt zusammen mit ein bisschen Salat in ein Fladenbrot oder ein Pitabrot, je nachdem, was man hat. Dann kommt die Creme drauf. Und zum Abschluss die frittierten Kapern. Mein Leben auf dem Land finden Sie auch bei Facebook, bei glitztv.de und jeden Samstag um 7:45 bei Glitz.